Tja, hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, mich hat es mal wieder rausgezogen. Heute Vormittag hatten wir bestes Wetter, jetzt hat es sich total zugezogen und ich bin noch so ein bisschen unter Zeitdruck, weil so lange bleibt es heute ja nicht mehr hell. Wir haben hier schon 3:30, aber trotzdem wollte ich eben kurz nach der Arbeit noch raus. Ich war schon so lange nicht mehr draußen, aber naja. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt ein bisschen dabei. Ich werde mir hier gleich ein bisschen was brutzeln. So ein bisschen, ja, wie nennt der eine Kanal das noch, Waldgesabbel, wird das vielleicht von mir auch geben. Alles im O-Ton, keine Musikuntermalung. Naja, also wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach dran. Den Spiritus habe ich natürlich, hoffentlich raschelt das jetzt nicht im Mikrofon. Den Spiritus habe ich am Mann. In der Brusttasche, damit er schön Temperatur hat. Das ist doch schon ganz schön, ja, was schätze ich hier, 2, 3, 4 Grad oder sowas in dem Bereich werden wir wohl haben, ne? So, dann wollen wir mal den Trangia hier anmachen. Mache ich natürlich erst reinstellen sollen. Jo, das geht. Ach so, hier übrigens für die Messerfreunde das White River Knife. Firecraft 3.5. Ja, das Video zu dem Messer steht immer noch aus. Ja, ich bin da im Rückstand. Aber irgendwie habe ich im Moment nicht so den richtigen Drive. Ich mache dann Videos, wenn es mir passt. Und so. Im Moment bin ich da nicht so ganz aktiv, ne? Aber das habt ihr auch schon gemerkt. Aber wie gesagt, das ist für mich hier just for fun, dieses ganze Hobby. Und insofern, ja. Zweites Messer am Start, Rangerwood 55, Victorinox, das ist einfach ein geniales Outdoor-Klappmesser, Küchenmesser und damit werde ich hier auch gleich die Zwiebel schneiden. So, wenn mir einer einen Tipp geben kann, wie man diese feine Haut, die um die Zwiebel ist, wie man die am besten abkriegt. Ja, das wäre nochmal so ein Trick 17 für mich, den ich gebrauchen könnte. Ihr wisst ja, glaube ich, was ich meine, nicht? Diese äußerste feine, was weiß ich, 0,5 Zehntel dicke, harte Schicht bei der Zwiebel. Ich tue mich da immer schwer. Ich will auch nicht eine dicke Schale, will ich auch nicht abpellen. Das wäre natürlich einfach. Aber ja, vielleicht hat einer von euch da ein Tipp. So, mal den Pott so drehen, dass nicht gerade die Flamme hier auf den Silikongriff direkt drauf kommt. Das muss ja nicht sein, obwohl die schon einige Geschichten überlebt hat.
diese Primos Leittech-Pfanne ist wirklich genial. Also ich habe die ja vor langer Zeit beim Volker zum ersten Mal gesehen. Und das ist echt genial, das Zeug. Brennt nichts an, haftet nichts an. Ja gut, ich sag mal jetzt ein Steak super scharf anbraten. Geht vielleicht hier mit der beschichteten Pfanne nicht, keine Ahnung. Aber so die normalen Gerichte. Das ist einfach wunderbar. So. Jetzt will ich mal sehen, wie dieses Billigzeug hier schmeckt. Sieht irgendwie aus. Wie Onkel Ben's. War in so einem Supermarkt im Angebot, ich glaube, nur halb so teuer oder fast halb so teuer wie Onkel Ben's. Und deswegen war ich da mal ein bisschen neugierig, wie das Zeug schmeckt. Ja, ich gucke hier so ein bisschen rechts und links einmal, weil hier, das ist ein doch so ein Hundegassi-Weg im Wald, in meinem Hauswald. Und deswegen will ich hier nicht unbedingt sabbeln und plötzlich steht jemand hinter mir. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch. Man hat ja irgendwie immer das Gefühl, man macht irgendwas verboten, ist totaler Quatsch, aber ja, mich würde sowieso mal interessieren, wer jetzt noch dabei ist, er schreibt mir bitte gerne rein, ob er das Video bis zum Schluss geguckt hat. Ich werde nicht viel rausschneiden, das Video wird wahrscheinlich länger werden, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wer Interesse hat, der guckt. Wer kein Interesse hat, der schaltet eben aus. Oder guckt sich irgendwelche Katzenvideos an oder keine Ahnung. Für mich ist ja YouTube seit ein paar Jahren, seit 3 Jahren oder ich weiß gar nicht wie lange, 3, 4 Jahren, eine echte Fundgrube geworden. Von Videos, die ein Wissen vermitteln und das Ganze kostenfrei. Gut, die Werbung muss man immer wegzappen, aber zumindest kann man sie wegzappen. Ich finde, dass YouTube einfach für mich eine ganze neue Welt eröffnet hat. Das ist echt genial. Ich bin so ein bisschen an Physik auch interessiert, physikalische Themen. Am prominentesten ist wahrscheinlich da der Harald Lesch. Urknall Weltall Leben, den Kanal habe ich abonniert. Das ist wirklich genial, was die da veranstalten. Vor allen Dingen auch der Josef Gassner. Den finde ich eigentlich noch interessanter als den Lesch. Ja, kann man essen. Guten Appetit. Oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das Blech oben noch einpacken müssen. Aber ich hoffe, das geht auch so. Ich will nämlich mal, das habe ich beim Volker und beim Carlos gesehen,
diesen Seelenwärmer ausprobieren. Au, das geht schief. Ich merke das schon hier. Kann ich das so auflegen? Das Teil. Wo ist es denn überhaupt? Habe ich das verloren? Nee, da ist es ja. Oh ja, das geht. Das geht. Die Anleitung ist irgendwie für mich zweideutig. 150 Milliliter kochendes Wasser. Puddingpulver in einen mittelgroßen Kaffeebecher. 300 Milliliter Inhalt geben. Wasser aufkochen und noch sprudelnd aufgießen, bis der Becher zu zwei Drittel gefüllt ist. Das ist irgendwie zwei Drittel von 300 Milliliter. Das sind doch keine 150 Milliliter. Irgendwie ist das alles ein bisschen mehrdeutig. Also mal gucken, wo ist denn überhaupt die Marke hier? 300 Milliliter, 250. Ja, ein Tickchen kann wohl noch ein bisschen. Wobei man macht da wahrscheinlich doch schnell irgendeine Plörre draus. Das will ich natürlich nicht. So, ansonsten tja, was gibt's sonst Neues? Bis zu dem Platz vom Auto hierher sind nur ungefähr 500, 600 Meter. Bin im Moment nicht so gut zu Fuß. Das nervt mich. Mein rechter Fuß. Macht Probleme. Ich habe da in der Nähe des Spanns, also so links, links vom Spann, oder wie man das beschreiben sollte, habe ich so einen, manchmal so einen stechenden, brennenden Schmerz. Ich weiß nicht, was das ist. Tja, man will ja auch nicht wegen jedem Zipperlein gleich zum Arzt rennen. Habe ich aber jetzt schon drei Wochen. Weiß nicht, ob das so eine Art Sehnscheidenentzündung ist. Ich hatte die mal am Handgelenk, ob man das auch am Fuß bekommen kann. Aber ich frage mich, von was? Ja. Ansonsten. Ja, entschuldigt, wenn ich jetzt hier esse und spreche. Meine Nase tropft hier auch schon wieder. Was gibt es sonst noch zu berichten? YouTube gibt mir wieder mal auf den Senkel mit der Kommentarfunktion. Die Kommentare, die ich geschrieben habe, sind dann plötzlich drei Wochen später weg. Ich weiß nicht, was das ist. Also dieses Zeug hier, aber das gibt es glaube ich jetzt gar nicht mehr. Das war mal so ein Sonderangebot. Das schmeckt gut. Ein bisschen Speck angebraten, habt ihr ja gesehen, Zwiebeln rein, Tüte Reis, ganz heiß machen, wunderbar. Richtig gut. Ich hoffe, das ist noch halbwegs brauchbar, das Bild. Das wird hier nämlich schon richtig duster.
So, wie viel Milliliter habe ich denn jetzt hier? 250. Und das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich muss sowieso den gleichen Löffel nehmen, den ich hier zum Essen verwende. Aber naja, Outdoor ist das erlaubt. Ich habe sogar schon mal, es gibt glaube ich auch ein Video auf meinem Kanal, mit Wurstwasser einen Kaffee gekocht. Erst eine Bockwurst heiß gemacht und das Wasser, was überbleibt, da habe ich dann meinen selbst gemüllten Kaffee reingestreut. Hat auch geschmeckt. Ehe man gar nichts hat. Und draußen wird man halt erfinderisch. So. Jetzt wird das hier richtig windig. Mal den Löffel gut ablecken. Ich bin gar nicht so für Süßes. Aber dieser Name Seelenwärmer, der hat mich so interessiert. So, jetzt sprudelt das hier drin richtig. Ich glaube, ein bisschen werde ich noch abkippen. Jo, das ist richtig im Sprudeln. Tja, dann werde ich doch jetzt mal das Ganze hier reinkippen. Ordentlich rühren. Oh, ich glaube, das war immer noch zu viel Wasser. Ach, ich hab's geahnt. Wenn das so eine Plörre ist, das ist nichts für mich. Da muss schon früher gab es immer als Kind, mein Vater war da ganz wild drauf, am Sonntag muss es Pudding geben. Tja. Meine Mutter Pudding gemacht. Wie sie das gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war gar nicht so gar nicht so ein Süßer, sage ich mal, auch als Kind nicht. Ich habe schon häufig unterm Tannenbaum mit meiner Schwester die Clementinen und Apfelsinen getauscht gegen Schokoladeplätzchen oder irgendwie sowas. Tja, das wird nichts hier. Noch mal ein bisschen draufstellen. Ach du meine Güte. Mhm. Ja. Aber so extrem süß finde ich das gar nicht. Ach, das ist ja witzig. In dem Moment, wo ich den Potter noch drauf gestellt habe, ist der Trank hier ausgegangen. Das passt ja. Also das hat jetzt hier so eine, tja, was für eine Konsistenz hat das? Egal. Hauptsache warm. Da wird die Seele gewärmt. So, ich werde das jetzt mal ausschlabbern hier. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das nachmachen wollt, nehmt wirklich nur 150 Milliliter.
Vielleicht bin ich auch zu blöd, die Anleitung richtig zu lesen oder zu verstehen. Wenn das einer von euch irgendwie zwei Drittel gefüllt, bis der Becher zwei Drittel gefüllt ist. Ich glaube, man darf wirklich nur 150 Milliliter nehmen. Richtig sprudelnd aufkochen und dann das Ding da rein und ordentlich rühren. Und dann hat das so eine Pudding-Konsistenz. So, ich werde das mal zu Ende ausschlabbern und hole euch dann wieder dazu. So, alles aufgegessen. Tja, alles zusammengepackt. Ich werde hier die Bank natürlich wieder so verlassen, als wenn nie jemand hier gewesen wäre. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ja, also ich muss sagen, dieser Seelenwärmer ist, mein Ding ist es nicht, weil ich nicht so für diese süßen Sachen bin. Aber probiert das auf jeden Fall mal aus. Also wer da irgendwie so ein bisschen in Richtung süß programmiert ist oder so, der wird das vielleicht mögen. Nicht? Nur den Tipp, nicht zu viel Wasser. Also ich würde wirklich nur 150 Milliliter nehmen, bis es richtig sprudelt. Wichtig ist wohl, dass es wirklich richtig kocht und nicht nur warm ist. Und dann das Pulver reinschütten, schnell umrühren. Dann sollte die Konsistenz doch Pudding-ähnlicher werden. Als das habe ich hier mehr ausgetrunken als gelöffelt. Ja, Freunde, das soll es auch gewesen sein. Wer bis jetzt da geblieben ist, Respekt. Oh, jetzt blinkt hier irgendwie was. Ist der Akku leer? Sonst hätte ich nämlich noch eine Frage, wer mir erzählen kann, wie ich den O-Ring, den Dichtungsring zum Trangia, wo ich den günstig bekommen kann. Meiner hat sich zerbröselt und jetzt kann ich den Trangia nur noch leer brennen und nicht mehr dicht schrauben. Ne? Also wenn ich gleich weg bin, dann liegt das an dem Akku. Was ist denn das? So eine blinkende rote Anzeige hatte ich eigentlich noch nie. Muss ich gleich mal gucken, was es überhaupt ist. Jetzt ist der Ton auch weg. Nee, oder? Merkwürdig. Ja, jetzt habe ich die Kamera schon so lange, aber was das Blinken bedeutet, jetzt ist im Moment hier alles normal im Display. Naja, dann kann ich mich ja wahrscheinlich von euch zumindest noch verabschieden, Freunde. Ja, ist wahrscheinlich sowieso schon ziemlich duster. Ihr seht mich, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, ich sag mal, Dankeschön fürs Zusehen. Und wie gesagt, ein Tipp in Richtung O-Ring wird mich interessieren. Ich meine, die gibt es zu kaufen im Zweiersatz, aber dieser Ersatzsatz, der ist fast so teuer wie ein Trangia. Aber ich möchte mein Trangia eigentlich nicht wegschmeißen, weil irgendwie ist mir der ans Herz gewachsen und den habe ich jetzt schon so viele Jahre. Naja, es ist eigentlich Quatsch, aber ich möchte den einfach behalten und keinen neuen kaufen. Ja, was gibt's noch? Jetzt wird es richtig frisch. Ich habe zwar meine Helikon Level 7 Winterjacke im Rucksack, aber ich glaube, ich brauche die nicht überziehen. Jetzt fängt es wieder an zu blinken. Mein Gott, da muss ich tatsächlich mal die Bedienungsanleitung durchlesen von der Kamera. Die habe ich schon so lange. Aber wer liest schon eine Anleitung durch? Ne? Macht ihr das? Weiß gar nicht. Naja, beim Schneiden werde ich erfahren, ob das jetzt noch raufkommt oder nicht. Freunde, ich sag mal Tschüss, ne? Ist sowieso schon lang genug. Schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video guckt. Moin!